Hier noch ein kleines Beispiel, wie man die Differenz zwischen zwei echten Zeitwerten. Unter echten Zeitwerten verstehe ich einen Zeitwert, der sich sowohl aus einem Datum als auch einer Uhrzeit zusammensetzt. Wie man die Differenz zwischen diesen beiden Werten ermitteln kann und dann je Zeiteinheit auch ausdrücken kann. Das heißt, ich möchte die Differenz in Sekunden, in Minute, in Stunde, Tag, Monat und Jahr ermitteln. Und das schauen wir uns hier mal an. Vielleicht nochmal ein Hinweis für die, die jetzt sich hier reinschalten, die ja vorangegangene Beispiel nicht gesehen haben. Diese Excel-Zeiten werden in Excel quasi kodiert, hier in Form einer Zahl. Wenn Sie auf Standard gehen, dann sehen Sie diese. Und der ganzzahlige Anteil dieser Zahl stellt die Tage dar. Die Tage seit 01.01.1900 läuft hier ein Kalender und die Tage werden einfach durchgezählt. Das heißt, seit 01.01.1900 sind 42.285 Tage vergangen und der Dezimalanteil, sprich die Zahl nach dem Komma, stellt dann die Uhrzeit dar. Wie sich das dann eben genau berechnet und wie man damit umgeht, das werde ich jetzt hier nicht erklären. Ich möchte hier nur jetzt darauf eingehen, wie Sie hier die Differenz ermitteln. Gehe also auf rückgängig, nehme die Formatierung wieder zurück und stelle das jetzt mal wieder als Datum dar und werde jetzt hier die Zeitdifferenz in Sekunde ermitteln. Dazu geht man folgendermaßen vor. Man ruft hier unter Formeln, dann unter, wo ist es jetzt hier hin, Datum und Uhrzeit, die Funktion Sekunde auf und ermittelt jetzt innerhalb, also im Funktionsassistenten, hier in den Funktionsargument für die Sekunde, wo ich quasi, normalerweise übergebe ich hier einen Excel-Zeitwert, ja, den ich vorhin gerade gezeigt habe. Und aus diesem ziehe dann die Sekunde heraus und diesen Excel-Zeitwert zu ermitteln, ermittelt es einfach die Differenz zwischen diesen beiden Werten. Gehe also hier rein, nehme das Ende minus den Anfang, erhalte hier meinen Excel-Zeitwert. Wie gesagt, dieser Dezimalanteil stellt dann die Uhrzeit dar und aus dieser extrahiert er dann die Sekunden. Gehe auf OK. Ich werde hier nochmal diesen Excel-Zeitwert ein bisschen darstellen, vielleicht zu Erläuterungszwecken. Dazu gebe ich das einfach mal ein. Also ist gleich das minus das und sehe jetzt hier, also das sind jetzt meine Sekunden. Gehen wir jetzt hier weiter. Hier können wir genauso vorgehen. Ja, das nehmen wir einfach nur Diff. Und da gehen wir auch wieder auf Datum und Uhrzeit, wählen in dem Fall die Minute, ermitteln hier die Differenz zwischen beiden. Also Ende minus Anfang, bekommen wieder einen Excel-Zeitwert und er zieht dann hier die Minuten raus. Das sehen wir hier. Jetzt der letzte Punkt zur Uhrzeit wäre die Stunde. Gehen also hier auf Stunde und gehen genauso vor, dieser Wert minus dieser Wert und er zieht dann hier die Stunden raus als Zeit. Ja, wie gesagt, die Uhrzeiten lassen sich relativ einfach ermitteln, da sich ja Uhrzeiten auch leicht umrechnen lassen. Schwieriger wird es, wenn es sich dann um Datumswerte handelt, weil das lässt sich nicht mehr so ohne weiteres umrechnen. Hier empfehle ich die Verwendung der Funktion DDIF. Leider ist die Funktion nicht Bestandteil, also nicht offiziell Bestandteil der Funktionsbibliothek. Deswegen gibt es da im Excel meines Wissens keine richtige Hilfe dazu. Man ist da hier auf diese externen Seiten angewiesen. Warum das so ist, weiß ich nicht. Es ist halt so, ja. Und diesen Link werde ich noch mit hinzufügen. Da müsst ihr diese Seite finden. Das heißt, wir müssen diese Funktion manuell eintippen. Ja, die hat diese Struktur. Ja, das ist der Name, das Startdatum, das Enddatum und dann die Zeiteinheit. Hier können wir die Zeiteinheiten dann nochmal nachlesen, was die bedeuten. Das sind die Kürzel, die man dann eingibt. Und achten Sie darauf, dass das Startdatum immer kleiner sein muss als das Enddatum. Ja, machen wir das mal. Also das heißt, wir finden diese Funktion nicht hier in der Bibliothek. Ja, also selbst wenn Sie auf weitere gehen, werden Sie die nicht finden. Wir geben die einfach ein manuell. Also ist gleich. Ich habe mir so angewöhnt, die einfach immer einzugeben vom Namen her. Dann Klammer auf, zweimal Semikolon und gebe also die Struktur vor dieser Funktion. Schließe die Klammer wieder und kann jetzt, wenn ich die Struktur einmal mal definiert habe, auf den Funktionsassistenten zugreifen, bekomme so ein bisschen meine Vorschau. Und kann quasi wie gewohnt arbeiten. Allerdings bekomme ich hier keine größere Erläuterung dazu. Ja, das bekomme ich in dem Fall allerdings nicht. So, also Startdatum ist das erste. Das muss kleiner sein als das Enddatum. Also dieses, dann das Enddatum. Und jetzt muss ich hier die noch bekannt geben, wie ich die
die Differenz haben möchte. Das kann ich hier nachlesen. Wie bereits schon angedeutet, gehe ich hier auf meine Webseite, die wo die Funktion erläutert ist, und kann jetzt hier auswählen, Tag, Anzahl der Tage wäre jetzt insgesamt. Dazu bräuchte ich normalerweise die Funktion DDIF nicht, da ja sowieso die Tage immer gezählt werden. Aber interessant ist diese Option der Unterschied in Tagen, wobei Monate und Jahre ignoriert werden. Ja, also hier wird allein der Unterschied in Tagen ausgedrückt. Das brauche ich, das gebe ich also ein. Also Anführungsstrich nicht vergessen, MD. Jetzt bekomme ich hier meine Differenz in Tagen ermittelt. 14 Tage wäre der Unterschied. Wir hätten hier den 22. und den 8. Also 8 plus 14 ergebe dann 22. Das hat er gut gemacht. Ja, machen wir weiter. Und gehen hier auf die Funktion Monat. Da gehen wir ähnlich vor. Wir rufen die Funktion DDIF auf. Ich gebe also ist gleich ein. DDIF, Klammer auf, zweimal Semikolon, wieder Klammer zu. Gehe dann hier auf den Assistenten. Startdatum wäre dieses, Enddatum wäre jenes. Und hier brauchen wir wieder das entsprechende Format. Schauen wir in der Tabelle nach, welches da am geeignetsten ist. In dem Fall dieses Unterschied in Monaten, Tage und Jahre bleibt unberücksichtigt. Also YM wäre die richtige Abkürzung. Geben wir das ein. YM. Und wir bekommen da hier auf 7 Monate. Und schauen wir nach. Wir haben hier gegeben den 10. Und das Ende wäre der 5. Also bis zu 12 wäre es dann 2. Und nochmal 5 drauf sind wir bei 7. Ja, last but not least noch das Jahr. Also ist gleich wieder hier reingeklickt. DDIF, Klammer auf, zweimal Semikolon, Klammer zu. Und wir gehen hier in den Assistent. Startdatum, Enddatum und geben hier die Differenz an. Und hier müssen wir nichts mehr groß unterscheiden. Das Jahr ist schon die größte Zeiteinheit. Also geben wir hier Y ein und wir bekommen die Differenz in 3 Jahren. Wir haben jetzt 2015, 2019. Da ist die Differenz streng genommen 4, aber aufpassen, wir können es nicht so leicht betrachten, weil es noch kein volles Jahr vergangen ist. Ja, vom 8.10. bis zum 22. Deswegen ist die Differenz nur 3, weil wir haben immer noch hier weitere Teileinheiten. Ja, so viel dazu. Hier also das Beispiel, wie kann man die Differenz ermitteln? Ich empfehle, was hier die Datumswerte angeht, mit der Funktion DDIF zu arbeiten. Ohne DDIF erscheint es mir wesentlich komplizierter. Auch wenn ich hier die Funktion DDIF manuell eingeben muss und gegebenenfalls hier auf diese zusätzliche Webseite angewiesen bin, aber damit das nehme ich den Nachteil nehme ich gerne in Kauf, wenn ich dafür einfacher die Differenz ermitteln kann.